Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns. Steiger, ich habe selten so gelacht wie bei dem letzten Brief. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen den Humor rausgenommen diesmal. Ich weiß gar nicht warum, war gar nicht so bewusst. Vielleicht, weil ich unter Zeitdruck stand. Aber lass mich dir das... Der Brief kommt immer so ein bisschen überraschend, oder? Also, ja, so. Ne, dann war dann ja immer so, was. Sendung, ja. Scheiße, ja, Brief. Ich denke mir auch immer, jede Woche lese ich den, mache ich den jetzt einen Tag vorher, dann habe ich morgen früh, aber dann denke ich, ach komm, das gehört dazu, dieser, so ein bisschen dieser Druck, sonst schreibt sich das nicht so leicht runter. Ach Steigi, eine Sorge kann ich dir direkt zu Anfang nehmen, verlassen werde ich dich so schnell nicht. Nicht für Falk Schacht, nicht für Roos und für Jan Boomerang schon mal gar nicht. Obwohl ich sagen muss, dass er, nachdem er sein Ansehen bei mir komplett verwirkt hatte, weil er Woche für Woche unsere Einladungen ignoriert hat, bei mir wieder ein bisschen an Status gewinnen konnte, weil er sich in seiner letzten Sendung eine halbe Stunde gegen den Echo und die inzestuöse deutsche Musikindustrie im Allgemeinen ausgesprochen hat, die mithilfe von 5 bis 6 Songwritern eine komplette TV- und Radiolandschaft zu füllen vermag. Natürlich nichts Neues für eingefleischte Businesskenner wie uns, die von Szeneparty zu Szeneparty huschen und überall hinter den Kulissen ihre Finger mit im Spiel haben, aber... Doch fand ich es ehrenwert, dass unser alter Hassfreund Jan seinen Sendeplatz nutzt, um seinem Publikum, das man auf diesen Szenepartys eher selten antrifft, über die Fließarbeit hinter dieser sogenannten Musik und die Produktplatzierung in der bösen großen Konzerne in deren Musikvideos aufklärt. Über Rapper wurde in dem Beitrag allerdings kein einziges Wort verloren und das obwohl die Tage, in denen die Hip-Hop-Szene gemeinsam nach oben auf den Mainstream guckt und spuckt, lange hinter uns liegen. Wahrscheinlich hätte es aber den Rahmen gesprengt, die Fakeness der realsten Szene zu entblößen, oder die Redaktion hatte sich ganz einfach nicht getraut, aus Angst vor angekündigten Hausbesuchen, die letztendlich nicht stattfinden. Andererseits gibt es ja dafür auch uns, die wir uns um unsere kleine, eingeschworene Hörerschaft wissen, die wir um unsere kleine, eingeschworene Hörerschaft wissen und deshalb auch alle Nase lang anprangern und mit dem Finger auf Rapper zeigen, die für etwas Austauschbares wie Geld vor der Bundeswehr, der Rügenwalder Mühle oder den trojanischen Jägermeister Hirsch auftreten. Oder für ein neues Auto dem Hersteller eine ganze Hook widmen. Sowas macht man doch nicht. Sonst ist man plötzlich einer der Menschen, auf die man früher geschimpft hat. Und sag mal ganz ehrlich, Steigi, hier unten ist es doch verdammt gemütlich. Wir beide können doch noch während der gewöhnlichen Öffnungszeiten einkaufen gehen, ohne dass sich eine Traube von ausgestreckten Snapchat-Armen um uns bildet. Kannst du dir vorstellen, was für Vollpfosten man nachts im KDW trifft, wenn man zu berühmt ist und tagsüber nicht unter Menschen gehen kann? Bundesliga-Fußballer oder Politiker oder noch schlimmer Sat.1-Moderatoren oder noch schlimmer Matthias Schweighöfer. Das will nun wirklich niemand und wir ja schon mal gar nicht. Lieber laufe ich mit dir über den Markt, umgeben von broken English sprechenden Rheinland-Pfälzern und chilenischen ihr MDMA aus dem Körper schwitzenden Touristen, einen ACE-Drink aus der Region kaufend. Das empfinde ich als Freiheit und Freiheit ist das oberste Gebot. Darauf kann dir dein Kumpel Hatar bestimmt Brief und Siegel geben. Wenn ich also sage, lass uns klein bleiben und die Großen ärgern, bedeutet das nicht, dass du unerfolgreich bist, sondern alles ist gut, wie es ist. Dein Mauli. Manchmal reicht ein auch völlig aus, Steiger, ich weiß schon. Du denkst dir deinen Teil.